Das regt mich auch manchmal bei den anderen Teilen auf, die ganzen Zufallskämpfe. Ja, in Teil 1 war es, fand ich besonders. Uiuiuiuiuiuiuiui, Hilfe. Speichern. Die sind dir bestimmt liebgesonnen. Die wollen nichts. Die wollen nur spielen. Ja, was? Gruppenumarmung. Ach, da oben ist jemand. Heide, Witzker sind das viele. Der Gastwirt. Jo. Kann das sein? Nimm du den. Hey, hey, hey. Nur der Wirt darf hinter den Tresen. Lehrt euch euer Imperator denn gar keine Manieren? Okay, das ist schon mal einer der NPCs, mit dem wir richtig labern können, denn das hier ist das Dialogsystem in Final Fantasy 2. Wir können nämlich bestimmte Begriffe lernen, wenn sie erwähnt werden, wie zum Beispiel, wenn ich so blöd wäre, das Wort Wildrose. Ach, das kenne ich. Das ist das Passwort, was uns von der Königin gegeben wurde, was als Erkennungszeichen für die Rebellen gilt. Das heißt, wenn wir jetzt den Wirt damit ansprechen, müsst ihr merken, dass wir zu den Rebellen gehören. Ja, stimmt. Das jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auf. Das hatte ich nämlich in der PlayStation Portable-Version auch. Daran kann ich mich noch erinnern. Also sehr ähnlich doch. Oh, ihr gehört zu den Rebellen. Hey, ich hatte recht. Weiter. Es kommt bei mir etwas spät an. Moment. Sag das doch gleich. Hinter der Wand existiert ein schmaler Geheimgang. Im hinteren Raum liegt einer... Dauert bei mir immer etwas, bis das ankommt. Der Euren. Er ist schlimm verwundet. Was ich jetzt mache? Ich hab die... Ich glaube, du kannst mal so eine Sekunde, bevor ich fertig bin... Ich hab die Schnauze voll. Ja, ich merke. Ihr übernehmt den Schuppen hier und ich verdufte. Ja. Ciao. Mehr möchte er wohl nicht. War schön mit dir. Warte, ich starte kurz Bildschirmübertragung neu. Dadurch müsste das Ganze nämlich wieder ein bisschen synchroner sein. So, hier ist irgendwo ein Geheimgang, hat er gesagt. Wo? Hier, hier, nein, 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 nein. Oh, rechts. Ja, doch. Ja, okay, ich habe oben geguckt, nicht rechts. Aber gut versteckt, muss man lassen. Ja. Oh, da wäre ich nie drauf gekommen, glaube ich. Ah, da pennt einer, okay. Ein Trank. Noch ein Trank und... Was ist noch ein Trank. Yay! Alle drei Tore, GZ. Der Zong war nicht drin. Wer ist das denn? Ein Krieger, okay. Ihr wollt mich an den Imperator verkaufen? Seid gnädig und tötet mich vorher. Lasst mich in Ehre sterben. Nein, wir sind von der Wildrose, Kollege. Alles in Ordnung. Ja, genau. Ihr gehört zu den Rebellen? Verzeiht mein schroffes Verhalten. Ich bin Scott, Prinz von Cashion. Den Typen habe ich in der ersten Stadt schon getroffen. Das heißt, der ist jetzt bis hierher gelatscht. Okay. Hat er wenigstens nicht auf seinem faulen Arsch rumgehockt. Ihr seid Prinz Scott? Ich hört, ihr seid im Kampf gefallen. Ihr lebt also. Ja, Nick, schön. Ja, aber meine Zeit ist bald gekommen. Ich habe eine letzte Bitte. Richtet meinem Bruder Gordon aus, dass er an seine Stärken glauben soll. Okay, dann meine ich wahrscheinlich Gordon und das hier ist Scott, also zwei Brüder. Okay. Er soll sich keine Vorwürfe machen und berichtet dem König von Finn, dass der Verrat des Grafen Borgen Finn zu Fall gebracht hat. Der Graf ist mittlerweile General der imperialen Streitkräfte. Und Hilda, dass ich sie für immer liebe. Eine tragische Geschichte. Könnte man meinen, aber... Noch ein bisschen flach, da können ein bisschen mehr Tiefe rein. Nein, wartet. Vergesst das eben Gesagte. Die Liebeserklärung eines Sterbenden wird sie nicht glücklich machen. Die Tragik kommt ja immer in den Final Fantasy Teilen irgendwann. Na gut, willst du Maria nehmen, damit du auch was zu sagen hast? Ich bin Maria. Ja! Prinz Gott, wir suchen meinen Bruder Leon. Das nehme ich mal als Nein. Ich muss dich enttäuschen, der Name sagt mir nichts. Hier, nehmt diesen Ring. Er wird euch nützlich sein. Pling! Das lange Reden hat mich müde gemacht. Lasst mich ein wenig ausruhen. 3, 2, tot. Das ging schnell. Schon direkt gewusst. Es war doch so klar. Ja, erstmal Schweigeminute. Okay, weiter. Ach nee, erstmal kriegen wir einen Ring. Dann hat er sich gleich in Luft aufgelöst. Das ist doch normal. Ich meine, sterben, das spart Platz. Ja, genau. So, was ist denn das für ein Ring? Erinnerungsstück an Scott zeigt eine Weltkarte. Hey, wie geil. Kann ich nicht benutzen. Ach, wahrscheinlich, wenn ich draußen in der offenen Welt bin.
Geil, hier kriegen wir die Weltkarte. Das ist doch wunderbar. Endlich was Vernünftiges hier in dem Laden. Schleichen, schleichen, schleichen an ihnen vorbei. Ich glaube, die Kerle greifen mich. Upp. Ich will es aber nicht riskieren. Die greifen dich an, wenn du ihnen zu nahe kommst? Ne, ich glaube nicht. Aber guck mal. Nee, macht er nicht, ja. Nur wenn ich sie selbst anspreche, dann werden sie auf mich aufmerksam. Komisch. Ansonsten sind sie blind. Vielleicht irgendwie... Vielleicht sind sie wirklich blind. Die müssen ihr Visier mal putzen, nehme ich an. So, Moment. Jetzt will ich die Karte mal überprüfen. Warum geht das nicht? Nein! Tja. Ich fühle mich verarscht. Dann müssen wir jetzt den Weg einfach so suchen. Ha! Ha! Genau wie in Teil 1 auf derselben ROM. Das ist B und Select. Ha! Ha! Sehr schön. So, aber die Karte ist kackenhässlich. Fähre. Aber es ist immerhin eine Karte. Okay, da unten ist die Startstadt, da ist das Dorf und da sind wir. Gut, wir sollen den Ring zu seinem Besitzer zurückbringen. Das heißt, ich würde sagen, kurzer Offscreen-Trip zurück nach Altea, Freunde. Bis gleich. Bis gleich. Kurze Reise, langer Weg. Dank der Karte ging schnell. So, Moment. Der Bruder war der hier, genau. Das ist nämlich Gordon. Und jetzt kriegen wir die neuen Optionen. Jetzt kann ich auch endlich mal zeigen, was passiert, wenn wir ein Item haben, offenbar, was wir den Leuten zeigen oder geben können. Wir geben jetzt nämlich den Ring. Dann hast du keine Karte mehr. Nein! Oh mein Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich wette, der überlässt ihn mir so. Na gut, nimm du nochmal. Der Ring meines Bruders, ich verstehe. Das waren seine letzten Worte. Gut, lernen kann ich Ring nicht. Okay, was bringt mir das jetzt? Okay, war's das schon? Mein Name ist Gorn, blablablub. Aber du durftest ihn behalten. Offenbar. Scheinbar. Ja, ich hab noch im Inventar, das stimmt. Okay. Vielleicht müssen wir nochmal mit der Königin reden, weil die wurde ja auch erwähnt. Die ist hier im Hauptquartier. So, reden wir doch mal mit Hilda. Ja, man sollte sie warnen, glaube ich. Hi Hilda, was geht? Ja, Wildrose weiß ich schon, dankeschön. Vielleicht will sie auch den Ring mal sehen. Ja, das sieht gut aus. Scotts Ring? Ja, er lebt? Nein, nicht mehr, Entschuldigung. Seine Kräfte verließen ihn, als er uns den Ring übergab. Ich verstehe. Hat er noch etwas gesagt? Nein, nichts. Prinzessin Hilda, nehmt den Ring in eure Obhut. Pling. Nein, Prinz Scott hat ihn euch vermacht. Er soll euch gehören. Und der Bildschirm wird wieder hell, warum auch immer er jetzt gerade dunkel wurde. Ich muss zugeben, dass ich mich in euch getäuscht habe. Immerhin habt ihr Finn infiltriert und seid wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Sagt, seid ihr immer noch bereit, eure Fähigkeiten in meine Dienste zu stellen? Wir benötigen jede Kampfkraft, um das legendäre Metall Mithril zu finden. Okay, jetzt können wir den Begriff Mithril erlernen. Hooray! Was ist denn Mithril für euch? In der Schlacht um Finn waren unsere Soldaten waffen- und rüstungstechnisch den imperialen Soldaten weit unterlegen. Ihre Waffen sind aus Mithril geschmiedet. Ich beauftragte Josef aus Salamand Nachforschungen anzustellen, doch seit längerem habe ich nichts mehr von ihm mal gehört. Geht nach Salamand und findet heraus, was passiert ist. Minou wird euch begleiten. Okay. Minou ist der Kollege links, das ist der höfische Weißmagier. Das gefällt mir. Mit direkt ein Highlight. Ah, okay. Ja, ich wollte schon gerade fragen. Sehr gut. Ich merke es mir jetzt schon mal für die Zukunft. Ich werde nicht meinen Co-Kommentatoren sagen, dass sie den Guy nehmen sollten. Nicht den da. Wie kriege ich nochmal hin, Status hier, dass sie den Guy da nehmen sollen, weil ich habe in der ersten Folge schon gemerkt, dass er ein bisschen wortkarger, lieber, zurückgebliebener Typ ist. Also er spricht ein bisschen komisch. Von daher, das ist jetzt blöde. Hätte ich mir denken sollen, wenn ich welche Rollen verteile, egal. So, hier bitteschön, deine. Man macht immer alles besser. Ich habe die Unterredung verfolgt. Auf diesen Zeitpunkt habe ich gewartet. Um nach Salamand zu gelangen, müssen wir zur Hafenstadt Palum. Benutzt mein Kanu. Yay! Können wir ein Kanu mitnehmen? Ta 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 ta!
Der sah aber cool aus. Yay, Kanu! Fand ich. Ja, das ist so schöner Turbanträger mit Maske. Das hat mir auch gut gefallen. Können wir gleich mal gucken, was der... der hat schon gute Werte. 175 HP. Was kann er denn? Ach du Scheiße, kann der viel. Dann bleibt er wahrscheinlich auch nicht lange in der Gruppe. Das muss ich auch mich entschuldigen. Das habe ich nämlich auch in dem Guide gelesen. Das vierte Teammitglied ist praktisch immer auswechselbar und auf Reisen. Das heißt, Minou wird uns nur eine Zeit lang begleiten und wird dann später durch irgendjemand anders ausgetauscht. Und das passiert im Spiel mehrfach anscheinend. Aber gut, ich werde mich jetzt nicht beklagen gegen einen Typen, der 103 Mana hat und den Rettzauber beherrscht. Kannst du ehrlich nicht. Dann würde ich mich auch nicht beklagen. Jo. Naja, das bedeutet wohl, wir müssen in die nächste Stadt. Dafür muss ich erstmal wieder auf die Weltkarte, denn ich habe keine Ahnung, wo die ist. So. Stadt Fähre. Okay, ich nehme mal an, dass wir zur Fähre müssen. Und die ist auch gar nicht so weit entfernt. Nee, zum Glück. Wenn nicht wieder Monster dazwischen kommen würden. Mistfischer! Oder im Wasser kommen Monster. Das halte ich nicht für unmöglich. Das war nämlich in Teil 1 auch schon so. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hier rüber. Minou fährt. Ah, okay. Das sieht schon mal nach einer zweiten Stadt aus. Können wir gleich mal vorbeischauen. Ja, Palom ist das. Sehr gut.